soul is the New York, New York blues. Gimme those. In den frühen Morgenstunden, noch bevor die ersten Sonnenstrahlen den Horizont erhellen, nähert sich das Schiff der pulsierenden Metropole New York City. In der Ferne zeichnet sich bald das Lichtermeer der Millionenstadt ab und bietet ein beeindruckendes Schauspiel. Mit zunehmender Helligkeit erwacht die Stadt zum Leben und präsentiert sich als eine Mischung aus Glas, Stahl und Beton. Die Hochhäuser, die sich scheinbar endlos in den Himmel erstrecken, symbolisieren das Leben der New Yorker. New York City besteht aus 5 Stadtbezirken, die jeweils ihren eigenen Charakter haben. Bronx, im Norden gelegen, ist bekannt für seine Hip-Hop-Kultur. Queens, im Osten, ist der vielfältigste Stadtteil mit einer großen Anzahl von Einwanderern aus aller Welt. Brooklyn im Süden ist ein beliebter Wohnort für Künstler und junge Familien. Staten Island im Südwesten ist ruhiger und grüner als die anderen Stadtteile und bietet schöne Ausblicke auf die Freiheitsstatue. Am bekanntesten ist jedoch Manhattan, der mit nur 59 Quadratkilometern kleinste Stadtteil mit 1,6 Millionen Einwohnern. Manhattan liegt an der Mündung des Hudson River. Hier befinden sich die meisten Sehenswürdigkeiten, wie der Times Square, das Empire State Building und der Central Park. Manhattan ist wirklich das schlagende Herz New Yorks. Die Straßen sind pulsierende Lebensadern, in denen sich das tägliche Leben abspielt. Hier eilen Geschäftsleute zur Arbeit, flanieren Touristen zwischen Sehenswürdigkeiten, strömen Theaterbesucher in die Abendvorstellungen und treffen sich Freunde in Cafés. Das Straßenbild New Yorks ist seit dem 19. Jahrhundert geprägt von einem rechtwinkligen Raster aus Straßen. Straßen, die von Norden nach Süden verlaufen, tragen Nummern, während Straßen, die von Ost nach West führen, Namen haben. Das Rockefeller Plaza ist ein Komplex aus 19 Gebäuden mit vielen Büros, Restaurants, Geschäften und Unterhaltungsmöglichkeiten, das im Auftrag der Familie Rockefeller in den 1930er Jahren erbaut wurde. Das Zentrum der Plaza bildet das Rockefeller Center, ein 259 Meter hoher und 70-stöckiger Wolkenkratzer, der mit seiner Fassade zu den Wahrzeichen New Yorks zählt. Es beherbergt viele Büros, darunter auch die Studios des Fernsehsenders NBC. Eines der Highlights des Rockefeller Center ist die Aussichtsplattform Top of the Rock auf der 70. Etage. Von hier aus bietet sich ein 360-Grad-Panoramablick auf New York City. Besucher können die vielen Wolkenkratzer wie das Empire State Building und das Chrysler Building, den Central Park, den Blick auf den Hudson River und die Freiheitsstatue aus der Vogelperspektive erleben. New York City ist nicht nur für seine Wolkenkratzer bekannt, sondern auch für das ausgedehnte und komplexe Bahnsystem. 10 Fernbahnhöfe und 472 U-Bahn-Stationen werden täglich von vielen Millionen Fahrgästen benutzt. Grand Central Terminal ist zweifellos der berühmteste Bahnhof der Stadt. 1913 eröffnet, besticht er durch seine Architektur mit einer großen Haupthalle, einer kunstvollen Deckenbemalung und einer Vielzahl von Restaurants und Geschäften. Der Bahnhof ist nicht nur ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, sondern auch eine beliebte Touristenattraktion, die jährlich Millionen Menschen anzieht. Der Times Square ist ein unverwechselbarer Ort der Superlative und ein Symbol für New York. Benannt ist der Platz nach der New York Times, die dort einst ihr Hauptquartier hatte. Der Times Square entwickelte sich im Laufe des vorigen Jahrhunderts zu einem Zentrum der Unterhaltung und des Vergnügens.
Unzählige Theater, Kinos und Restaurants säumen den Platz und machen ihn zu einem Anziehungspunkt für New Yorker und etwa 50 Millionen Touristen jedes Jahr. Nicht überall ist es so lebhaft wie am Times Square. In der 8. Straße West geht es beschaulicher zu. Es ist jetzt Ende Oktober, kurz vor Halloween. Halloween hat seinen Ursprung in keltischen Bräuchen, die das Ende der Ernte und den Beginn des Winters feierten. Anfänglich dekorierten nur einzelne Bewohner ihre Häuser und verteilten Süßigkeiten an Kinder. Inzwischen finden an vielen Orten riesige kommerzielle Events statt. Abseits der geschäftigen Straßen bietet New York eine Vielzahl von grünen Oasen, die den Einwohnern und Touristen gleichermaßen Erholung und Entspannung bieten. In New York City gibt es offiziell über 1700 Parks, Grünflächen und Spielplätze. Eine 23 Meter hohe Nachbildung des Triumphbogens von 1892 dient als Wahrzeichen des Washington Square Parks im Stadtteil Greenwich Village. Mit einer Fläche von 10 Hektar liegt er zentral zwischen der New York University und dem East Village und bietet einen willkommenen Kontrast zum hektischen Treiben in den umliegenden Straßen. Beginnend vom Washington Square Park bis nach Harlem zieht sich durch ganz Manhattan die berühmteste und teuerste Einkaufsstraße New Yorks, die Fifth Avenue. Im Osten der Stadt liegt eine kleine unscheinbare Gasse, deren Namen Milliarden Menschen auf der ganzen Welt schon einmal gehört haben. The Wall Street. Die 800 Meter lange und 11 Meter breite Straße wurde 1653 von den Holländern angelegt, als die Stadt noch Neu-Amsterdam hieß. Der Name geht auf eine Palisade zurück, um die Stadt vor Angriffen sowohl von den Ureinwohnern als auch von Engländern zu schützen. Heute ist hier das Symbol für die Finanzwelt und den weltweiten Kapitalismus. Im 18. Jahrhundert trafen sich hier Kaufleute und Händler, um Aktien und andere Wertpapiere zu handeln. Im Laufe der Zeit ging hieraus die New York Stock Exchange hervor, die heute die größte Börse der Welt ist. Als Ground Zero wird der Ort im Süden von Manhattan bezeichnet, an dem 2001 durch Terroranschläge das World Trade Center mit 3000 Toten zerstört wurde. Im Zentrum von Ground Zero befinden sich heute als Gedenkstätte für die Opfer zwei quadratische Becken, die den Grundrissen der damaligen Zwillingstürme entsprechen und in die Wasser fließt. Die Namen der Opfer sind ringsum an den Seiten eingraviert. Angrenzend an die Gedenkstätte befindet sich ein Museum, welches die Geschichte der Anschläge und ihre Folgen dokumentiert. Hier werden Exponate, Fotografien und Videos gezeigt, die die Ereignisse aufarbeiten sollen. Die Ausfahrt mit dem Schiff vom New Yorker Hafen am späten Abend ist genauso spektakulär wie die Ankunft. Nähert man sich morgens in der Dunkelheit der Küste bei Norfolk in Virginia, dann ist man zunächst überrascht über das langgestreckte Lichtermeer. Die Stadt beherbergt nämlich den ältesten und größten Marinestützpunkt der Welt sowie eine Reihe weiterer militärischer Einrichtungen. Hier ist die Heimat von unzähligen Flugzeugträgern, Zerstörern, U-Booten und anderen Schiffen der Atlantikflotte der US-Marine. In Norfolk wohnen und arbeiten über 70.000 Militärangehörige und zivile Mitarbeiter. Im Hafen liegt das Schlachtschiff Wisconsin, das von 1943 bis 1991 im Einsatz war.
Das Schiff war an einigen der wichtigsten Schlachten des 20. Jahrhunderts beteiligt, darunter der Invasion in der Normandie im Zweiten Weltkrieg und im Koreakrieg. Rund um die im neugotischen Stil erbaute Kirche von 1858 liegt das historische Norfolk. Die Geschichte dieser Gegend reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Hier war bis ins 19. Jahrhundert ein Wohngebiet für wohlhabende Kaufleute und Geschäftsleute. Viele der heute noch erhaltenen Gebäude stammen aus dieser Zeit. Die Stadt Charleston ist ein beliebtes Reiseziel für Touristen, die die historischen Sehenswürdigkeiten, die Küche, die Strände und die Atmosphäre der Stadt erleben möchten. Charleston wurde 1670 gegründet und ist die zweitälteste Stadt an der ganzen Ostküste der Vereinigten Staaten. Das elegante Charleston hat heute etwa 130.000 Einwohner. Sie wurde zu Ehren von King Charles II. Und zur Freude der Plantagenbesitzer gegründet. Denn sie brauchten einen Einfuhrhafen für Sklaven und einen Ausfuhrhafen für die Baumwolle. Charleston spielte eine wichtige Rolle in der amerikanischen Geschichte, insbesondere während des Bürgerkriegs. Hier fielen 1861 die ersten Schüsse. Die Straßen von Charleston, die sich zurzeit in samstagnachmittäglicher Ruhe befinden, zeigen die verschiedenen Epochen durch ihre vielen Kolonialbauten und eleganten Gebäude im viktorianischen Stil. Auch Fort Lauderdale ist ein beliebtes Reiseziel für Touristen, die die Sonne Floridas, die 39 Kilometer langen Sandstrände, die Wassersportaktivitäten und das Nachtleben hierher locken. Obwohl Fort Lauderdale nur etwa knapp 200.000 Einwohner hat, bevölkern jährlich mehr als 22 Millionen Touristen die Stadt. Dementsprechend groß ist die Anzahl der Hotels, Resorts, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten in allen Preisklassen. Die Stadt ist durchzogen von einem riesigen Labyrinth von Kanälen und Wasserstraßen. Rechts und links davon liegen elegante Villen mit personalintensiv gepflegten Gärten sowie die Yachthöfen der Millionäre und Milliardäre, die bei Bootsfahrten gerne gezeigt werden. The Wells family. Well, they own most of the property on famous Los Angeles Boulevard here in Fort Lauderdale. They own well over 100 of the storefronts and restaurants, and they own the historic Riverside Hotel. Eine weitere internationale Touristenhochburg ist das mondäne Miami Beach auf einer Insel vor der Küste Floridas. Neben endlosen Möglichkeiten zum Baden kommen jährlich etwa 17 Millionen Besucher hierher und lassen sich in eine glamouröse Zeit mit seiner Art Deco-Architektur zurückversetzen. Besonders hier im South Beach Historic District, der aus über 800 Gebäuden im charakteristischen Stil der 1920er und 1930er Jahre besteht. Die vielen bunten Häuschen an den kilometerlangen Stränden dienen als Basen für Rettungsschwimmer. Die interessante Vielfalt von Miami Beach zeigt sich in Little Havana. Dieses kubanische Viertel bietet ein authentisches Erlebnis mit traditionellen Restaurants, Cafés und kleinen Geschäften, die kubanische Zigarren und Souvenirs verkaufen. Man lebt zwar genauso verschwenderisch wie sonst überall in Florida, aber die dominierende Sprache ist Spanisch. Bye.
Der Domino Park ist ein beliebter Treffpunkt für die Bewohner von Little Havana, besonders für ältere Semester, die hier sitzen und plaudern und regelmäßig Domino spielen. Die Everglades sind etwa so groß wie Hessen und umfassen eine Vielzahl von Feuchtgebieten, einschließlich Sumpfgebieten, Mangrovenwäldern, Flüssen und Seen. Diese Region ist die Heimat einer reichen Vielfalt an Pflanzen und Tieren, darunter Alligatoren, Krokodile, Panther, Ottern, Seekühe, Schlangen und unzähligen Vogelarten. Eine Bootsfahrt durch die Everglades bietet eine einzigartige Gelegenheit, diese Landschaft aus nächster Nähe zu erleben und viel über die Bedeutung des Gebietes für die Umwelt und die Maßnahmen zum Schutz dieses sensiblen Ökosystems zu erfahren, denn die Everglades sind durch Wasserentzug, Verschmutzung und eingeschleppte Fremdtiere sehr gefährdet. Wo der Golf von Mexiko auf den Atlantischen Ozean trifft, liegt Key West, die südlichste Stadt der Vereinigten Staaten. Diese Inselgemeinde, die letzte in der Kette der Florida Keys, hat einen legendären Ruf und eine ganz besondere Atmosphäre, die an die Karibik erinnert. Is a community that offers a quieter and more secluded atmosphere. This area is home to luxury condos, vacation rentals, and upscale hotels. Durch die Stadt geht es zum Wohnhaus von Ernest Hemingway und der durch ihn berühmten Bar Sloppy Joe. An der Küste befindet sich eine Betonboje, der Sassan Most Point, der den südlichsten Punkt der kontinentalen Vereinigten Staaten symbolisiert. Die Kombination aus der Lage an der Südspitze von Key West, dem klaren Himmel und dem ruhigen Wasser schafft jeden Abend die Kulisse für ein spektakuläres Schauspiel, zu dem die vielen Zuschauer gemeinsam applaudieren.